Spannung und Emotion prägen einen großartigen Finaltag bei den 29. German Open. Die Weltspitze im Rollstuhltennis zeigt sich in der Tennishalle des BTTC Grün-Weiß kurz nach Wimbledon in absoluter Topform und präsentiert Hochglanz-Tennis aus dem Rollstuhl. Der Weltranglisten-Erste der Quad-Kategorie David Wagner ist von dem ITF-2-Turnier einfach überwältigt. Dieses Turnier war großartig. Die Sportler werden wunderbar behandelt, sie helfen jedem aus, sie stellen sicher, dass jeder glücklich ist und haben alles, was man braucht und möchte. Ich liebe das. Ich sehe sehr gutes Rollstuhltennis und genieße die Spiele und den Wettbewerb. Ich denke, dass das wunderbar ist. Das ist toll. Das Finale der Herrenkonkurrenz hat den Zuschauern das gesamte Tennisrepertoire auf den Court gezaubert. Ein Tanz auf der Rasierklinge zwischen Frust und Freude für den an 1 gesetzten Niederländer Michael Schäffers. Auf Konfrontationskurs mit dem Schiedsrichter fordert er erfolgreich einen Linienrichter an. Kann seine 6:3, 7:5 Niederlage gegen den starken Takashi Sanada aus Japan damit aber nicht verhindern. Ich bin das erste Mal in Deutschland und auf diesem Belag habe ich diese Saison noch kein Turnier gespielt. Ich habe in all meinen Spielen sehr hart gekämpft, mich dabei aber immer gut gefühlt. Ich bin sehr, sehr glücklich über den Sieg. Die Japaner überzeugen auf und neben dem Court in Vorbereitung auf die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio. Die japanischen Sportler werden auffällig professionell durch das Turnier begleitet und so ist es auch die Weltranglisten-Erste der Damen, Yuika Miji, die das Turnier mit 3 Partien ohne Spielverlust recht locker für sich entscheidet. Mit dem gleichen Ergebnis unterliegt auch die an 4 gesetzte Spielerin der Zehlendorfer Wespen, Katharina Krüger, der Japanerin im Finale. Das Siegerlächeln geht auch nach 14 Grand-Slam-Titeln im zarten Alter von 23 Jahren längst nicht verloren. Ich bin zunächst einmal sehr glücklich. Der heutige Tag war nach einem langen Turnierverlauf schon anstrengend. Aber der Sieg gibt mir dennoch ein sehr gutes Gefühl. Die sogenannte Quad-Kategorie ist für Spieler mit einer eingeschränkten motorischen Arm- und Handfunktion. Der US-Amerikaner David Wagner ist Weltbester in seiner Kategorie und hat neben 13 Grand-Slam-Titeln bereits 3-mal olympisches Gold geholt. Der Titelverteidiger und haushohe Favorit aus Kalifornien gewinnt 6:3, 2:6, 6:2 gegen das Top-Talent und Führenden der Junioren-Weltrangliste Sam Schröder aus den Niederlanden. Es ist eine große Möglichkeit, Rollstuhltennis in Deutschland zu präsentieren. Ich freue mich über die Ergebnisse, dass ich meinen Titel verteidigen konnte. Das macht meine Woche umso angenehmer, hier zu sein und auch zu gewinnen. Für die Leistung der Sportler hat Turnierdirektor Martin Melchior wie auch jeder andere Augenzeuge dieses Tennisspektakels die perfekte und auch einzig richtige Einschätzung. Wir haben, ich denke, mit allen Unwägbarkeiten des Wetters doch ein sehr gutes Turnier hinbekommen. Wir mussten leider gestern und heute an den beiden letzten Tagen nochmal Indoor spielen. Aber wir haben uns auch da nicht aus dem Konzept bringen lassen und, denke ich mal, haben das Turnier zu einem würdigen Abschluss gebracht. Ganz großer Sport, das Teilnehmerfeld hat viel versprochen und alles gehalten. Alle Leute hier sind sehr freundlich und vor allem die Ballkinder total süß. Hier wird sehr hart gearbeitet und das schätze ich sehr. Die 29. German Open im Rollstuhltennis. Emotional, spannend, großartig. I look forward to coming back next year, and it's going to be wonderful, and go Hawks!